Ihr habt gerade eine Nintendo Switch bekommen und wisst nicht, welches der über 1900 Spiele ihr ausprobieren sollt? Kein Problem. Wir haben euch die Titel herausgesucht, die so bekannt und erfolgreich waren, dass sie in jedes Regal gehören. Und natürlich haben wir noch die ein oder andere Perle für euch, die vielleicht weniger bekannt, aber auf jeden Fall einen Blick wert ist. Zunächst einmal solltet ihr übrigens über einen Pro-Controller nachdenken. Der liegt ungefähr so in der Hand wie Controller der PlayStation 4 oder Xbox One und ist gerade bei den Spielen zu empfehlen, bei denen wir länger vor dem Fernseher sitzen. Wie zum Beispiel bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das allererste Open-World-Zelda-Spiel schickt Link wieder mal auf den Weg, sowohl das Königreich Hyrule als auch dessen Prinzessin Zelda zu retten. Auf dem Weg dorthin müssen Monster besiegt, Pferde gezähmt, Rätsel-Dungeons gelöst und unheimlich schmackhaft gekocht werden. Breath of the Wild war einer der Launch-Titel der Switch und gilt bis heute als ein absolutes Must-Play. Mario Kart zerstört seit Jahren Freundschaften und Fernsehbildschirme. In Mario Kart 8 Deluxe könnt ihr wieder mit Mario, Peach und Co. über kunterbunte Pisten düsen, eure Gegner und Familienmitglieder mit Tintenfischen oder blauen Panzern aus der Bahn werfen oder euch im Ballon-Battle gegenüberstehen. Mit dabei sind komplett neue, aber auch altbekannte Strecken, wie die allseits verfluchte, ich meine beliebte Rainbow Road. Das Wetter ist doof, die Lust rauszugehen gering, aber fit wollt ihr trotzdem bleiben? Oder werden? Dann werft doch mal einen Blick auf Ring Fit Adventure. Das Sportspiel rüstet uns mit einem Ring-Controller und einem Oberschenkelgurt aus und trackt so unsere Bewegungen. In der Kampagne retten wir mit Joggen, Kniebeugen und Bauchübungen die Welt. In unserem persönlichen Bereich können wir auch Minispiele oder unser ganz eigenes Trainingsregiment zusammenstellen. Oh, und haben wir schon gesagt, dass der Hauptbösewicht ein fieser Fitnessdrache ist? Hallo? Mario. Luigi's Mansion 3 sollte ebenfalls auf eurer Liste stehen, wenn ihr Rätsel mögt, aber gleichzeitig nicht auf die Action verzichten möchtet. Damit Marios grüner Bruder seine Freunde aus einem geisterverseuchten Hotel retten kann, muss er sich zusammen mit einem Geisterstaubsauger und seinem Gummipendant Luigi durch eine Vielzahl an Rätseln und Geistern kämpfen. Schaurig spannend. Pokémon Schwert und Schild wurde als erstes Spiel der Reihe nur für die Switch entwickelt und das sieht man auch. Die Welt von Galar, die Großbritannien nachempfunden wurde, steckt an jeder Ecke voller Details, die auf aufmerksame Trainer warten. Dazu kommen eine knapp 35-stündige Kampagne, über 400 Pokémon und Online-Multiplayer-Raids. Wenn Harry Potter ins japanische Fantasy-Universum transportiert würde, käme wahrscheinlich Fire Emblem Three Houses raus. In der Story wählen wir ein Haus, kämpfen uns durch rundenbasierte Schlachten, die komplexe Taktiken erfordern, nur um am Ende zu erfahren, dass wir noch nicht die ganze Wahrheit wissen. Zeit also, auch die anderen Häuser auszuwählen. Hier gibt es drei Kampagnen für den Preis von einer. Die Neuauflage von The Legend of Zelda Link's Awakening erstrahlt im kunterbunten Knubbellook. Falls ihr das einzige Zelda ohne Zelda noch nicht angespielt habt oder es wie bei so vielen zu euren Lieblingsteilen der Reihe gehört, könnt ihr ein weiteres Mal versuchen, mit dem schiffbrüchigen Link von der geheimnisvollen Insel Kukulin zu entkommen. Natürlich nur echt mit Masterschwert und Boss-Dungeons. Der Shoot-and-Fly Owlboy passt auf die Handheld-Version der Switch wie die Faust aufs Auge. Um dem stummen Eulenjungen Otus zu helfen, sein Dorf vor Luftpiraten zu retten, fliegen wir mit dem kleinen Flatterkeks durch Tunnel, Höhlen und Täler voller schwebender Inseln. Mit dabei unser treuer Freund Geddy, der von unseren Krallen gehalten mitfliegt und die nötige Feuerkraft parat hat, um gegen kleine Feinde und Riesenbosse zu bestehen. Die Hexe mit den wehrhaften Haaren geht auf der Switch in die zweite Runde. Als die Seele von Bayonettas bester Freundin Jeanne in die Unterwelt verschleppt wird, zögert die Hexe keine Minute und macht sich auf, sie zurückzuholen. Macht euch bei Bayonetta auf actionreiche Kämpfe gegen andere Hexen, Dämonen oder Kampfjets gefasst. In Gris steuert ihr das gleichnamige Mädchen durch eine bunte Spielwelt, die frei von Gegnern und Gefahren ist. Stattdessen dreht sich das Spiel um die Erkundung einer magischen Welt, in der Gris ihren Kummer verarbeitet. Es stehen Lichträtsel und 2D-Plattformpassagen auf dem Programm. Besonders auffällig ist der wunderschöne Aquarell-Grafikstil.
Hollow Knight ist ein Action-Adventure, das in einer Welt voller insektenartiger Wesen spielt. Der Titel bietet eine Mischung aus Erkundung, Kampf- und Jump-and-Run-Passagen. Die Geschichte dreht sich um den kleinen Hollow Knight und die düstere, heruntergekommene Welt, deren Geheimnisse er nach und nach erkundet. Im Jump'n'Run Super Mario Odyssey könnt ihr dank Marios neuem Freund Cappy alles sein. Auch ein Schinken. Die magische Mütze braucht unsere Hilfe, denn Marios alter Feind Bowser hat dieses Mal nicht nur Peach, sondern auch Cappys Freundin entführt. Deswegen macht sich Mario auf, dem Koopa-König durch zahlreiche Level hinterher zu hetzen. Die Geschicklichkeitspassagen und Bosskämpfe sind liebevoll designt und allein die vielen Möglichkeiten der Verwandlung Marios in andere Dinge sind es wert, sich das Spiel genauer anzuschauen. Wem übrigens die Rätselpassagen mit Captain Toad besonders gut gefallen, der kann sich außerdem Captain Toad Treasure Tracker angucken. Ein ganzes Spiel nur mit Entdecker Toad. Octopath Traveler ist ein Muss für Oldschool-Rollenspielfans. Zu Beginn suchen wir uns einen von 8 Helden aus, dessen Geschichte wir erleben. Doch mit jedem Mitglied, das wir in unsere Party aufnehmen, kommt ein neuer Handlungsstrang hinzu. Kämpft euch durch komplexe, rundenbasierte Duelle mit Dieben, Monstern oder anderen Bösewichten, erlebt die 8 unterschiedlichen Geschichten und nutzt im Kampf wie in der Story die Stärken eurer Figuren, um weiterzukommen. This is our chance. Falls ihr schon seit langem mal wieder auf ein richtig gutes Sidescroller Jump'n'Run wartet, dann baut euch doch einfach selber eins. Mit Super Mario Maker 2 könnt ihr alle Bausteine der Mario-Spiele nutzen, um eure eigenen Level zu bauen. Oder ihr wählt eines von hunderten Leveln anderer Spieler aus, die online hochgeladen und geteilt werden können. Hier findet jeder seinen perfekten Sidescroller. Oder zumindest die Werkzeuge dafür. In Stardew Valley beziehen wir einen alten Hof und machen ihn wieder flott. Das klingt zwar auf den ersten Blick sehr entspannt und das Bepflanzen, Pflegen und Ernten der Felder ist auch schon beinahe meditativ. Spannend wird es trotzdem. Zum Beispiel, wenn wir in die Minen der Welt absteigen und gegen Monster kämpfen. Oder Hängeringen Blumen züchten, nur um unseren besten Ingame-Freund das perfekte Geburtstagsgeschenk zu züchten. Langeweile werdet ihr hier nicht finden. Der kunterbunte Kalmar-Shooter Splatoon lässt uns im Farbduell 4 gegen 4 um die Farbherrschaft des Levels streiten. Wer malt die meisten Flächen aus? Wer behauptet sich im Kampf gegen die Salmoniden? Und wie schlagt ihr euch im Einzelspielermodus? Rennt mit eurem Inkling über die Map und malt alles an, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. An die Pinsel, fertig, los! Wenn das Rundenstrategiespiel XCOM in einen Topf voll Nintendo gefallen wäre, käme am Ende wahrscheinlich Mario und Rabbids Kingdom Battle heraus. Die Kooperation von Nintendo und Ubisoft schickt die verrückten Rabbids ins Pilzkönigreich, wo sie sich Mario und den anderen in rundenbasierten Taktikkämpfen gegenübersehen. Überlegt euch jeden Zug genau, oder das Pilzkönigreich versinkt im Rabbit-Chaos. Nintendos Fighting-Game-Klassiker Super Smash Bros. Hat natürlich auch eine Version auf der Switch. Dabei treten hier nicht eigens für das Spiel designte Figuren, sondern beliebte und bekannte Namen aus dem Nintendo-Universum gegeneinander an. Kämpft euch entweder in spannenden Duellen gegen eure Feinde oder nehmt es im Mehrspielermodus mit euren Freunden auf. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die nach dem Match noch eure Freunde bleiben. In Overcooked retten wir ein Königreich mit der Macht des Kochens, beziehungsweise der Fähigkeit, auch mitten im Chaos Dinge perfekt zu organisieren. Denn um unsere Gerichte auf den Teller zu bringen, müssen wir nicht nur die einzelnen Schritte beachten, sondern auch Fallen ausweichen, Abgründe überwinden und vor allem immer den Überblick bewahren. Je mehr Leute mitspielen, desto lustiger, aber auch chaotischer wird es. In der Strategiespielserie The Banner Saga, in der alle 3 Teile auf der Switch erschienen sind, ziehen wir mit einem Trupp unerschrockener Krieger gegen eine scheinbare Übermacht in den Kampf. Doch je spektakulärer unsere Schlachten werden, desto höher ist das Risiko, das wir eingehen. Denn wer in Banner Saga stirbt, kommt nach der Schlacht nicht wieder, sondern bleibt verloren. Dazu kommen diverse Dilemmata, die man bei einem Kriegszug beachten muss, wie die Wahl zwischen Waffen oder Essen und dem Zurücklassen oder Retten von Zivilisten. Banner Saga ist klug, mitreißend und lässt euch die gesamte Tragweite eurer Entscheidung spüren. Nach dieser zugegeben schon sehr ausführlichen Liste sind wir aber noch lange nicht fertig. Auf der Switch gibt es noch so viele andere Spiele, die gerne mal übersehen werden, die wir euch aber unbedingt ans Herz legen wollen. Mit dabei sind
Tetris 99, bei dem ihr gegen 99 andere Leute gleichzeitig Tetris spielen könnt. The Flame in the Flood, ein Survival-Spiel, in dem ihr mit einem kleinen Mädchen und ihrem Hund durch ein überflutetes Amerika reist. Into the Breach, ein Rundenstrategiespiel, bei dem ihr die Menschheit vor der Invasion durch riesige Mechs rettet. Rayman Legends, das die Jump'n'Run-Reihe mit den drolligen Helden weiterführt und uns in kunterbunten Leveln erfreut. Sayonara Wild Hearts, ein Rhythmusspiel, das einen großartigen Soundtrack mit einer beeindruckenden Optik vereint. Golf Story, die perfekte Mischung aus Rollenspiel und Sportspiel mit cooler Golfphysik und sogar einigermaßen spannender Story. Thumper, ein knallhartes Rhythmusspiel, in dem ihr einen silbernen Käfer über abstrakte Hindernisparcours leitet. Snipperclips, das Puzzlespiel, bei dem ihr zusammenarbeiten müsst, um die beiden Formen durch die Level zu bringen. Wargroove, bei dem ihr zusammen mit einem Hundegeneral in rundenbasierte Schlachten zieht. Aber Achtung, niedlich bedeutet nicht immer einfach. Blasphemous, das von vielen als 2D-Alternative zu Dark Souls angepriesen wird. Und Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer, bei dem ihr mit Link oder Zelda die Welt rettet. Aber nur, wenn ihr Rhythmus beweisen könnt. Das waren unsere Empfehlungen für alle, die gerade erst eine Switch bekommen haben. Was sind eure Lieblinge? Haben wir was verpasst? Gibt es etwas, was ausgerechnet wir nicht auf unsere Liste gepackt haben? Dann schreibt uns die Antworten in die Kommentare.